Von Peshawar sind Sie dann weitergefahren nach Kabul mit dem Sammeltaxi. Wie gestaltete sich dieser Abschnitt der Reise? Ja, also zunächst von Peshawar aus bis zur Grenze, zur afghanisch-pakistanischen Grenze, geht relativ problemlos. Und da an der Grenze fängt dann das Problem an, dass die Grenzpolizisten oder Militärs, wie man die nennen will, einen nicht so gut behandeln. Manchmal muss man auch ein bisschen Bakschisch geben, aber wenn man auf dem afghanischen Territorium ist, da fängt das Problem an. Sie können jederzeit in einer militärischen Auseinandersetzung verwickelt werden, ungewollt, oder die Gefahr besteht, wenn Ihr Taxi einen Militärkonvoi überholen will, dass geschossen wird. Sie können tot sein oder die ganze Taxi einsetzen. Und vor allem gibt es überall Checkpoints. Und an allen Checkpoints sind die afghanischen Sicherheitskräfte, die durch und durch korrupt sind, und da muss man dann eben immer Bakschisch bezahlen. Also von Peshawar oder dann von der afghanisch-pakistanischen Grenze bis Kabul muss man dann mehrfach bezahlen. Und dann, es gibt einige Leute, die nicht direkt nach Kabul müssen, bei mir war auch der Fall, dann kann man einen Umweg machen und in der Hoffnung, dass man eben da weniger Checkpoints hat, aber da gibt es überall Checkpoints, und dann auch auf dem Umweg müssen sie dann eben dafür sorgen, dass die ein bisschen Bakschisch bezahlen. Wenn sie nicht bezahlen, dann besteht die Gefahr, dass der Polizist oder der Militärmann, die sind alle bewaffnet, einem dann zur Station nimmt, und da der Chef verlangt dann ein bisschen mehr als der, an den Point oder Checkpoint bewachten Polizisten oder Militärmann. Also besser bezahlt man? Besser bezahlt man, dann hat man die Sache kurz und bündig und beziehungsweise schmerzlos gemacht. Stichwort Korruption. Wie weit ist die Korruption heute in Afghanistan verbreitet? Afghanistan ist nach Somalia Vize-Weltmeister in der Korruption. Und was Drogen betrifft, das ist dann Afghanistan ist Weltmeister. Welche Auswirkungen hat diese weit verbreitete Korruption für Afghanistan, auch auf das Wirtschaftsleben? Ja, das Wirtschaftsleben wird stark dadurch beeinträchtigt, weil ohne Korruption überhaupt nicht läuft. Das normale, das alltägliche normale Leben ist von Korruption sehr stark beeinträchtigt. Wenn Sie bei irgendwelcher Behörde irgendwas zu erledigen haben, Sie müssen bezahlen. Wenn Sie nicht bezahlen, dann müssen Sie mehrfach dahin gehen. Und bis Sie nicht bezahlt haben, wird nicht erledigt, wenn auch banale Sachen sind. Sie betreiben nahe bei Kabul ein Bildungsprojekt zur schulischen Förderung afghanischer Flüchtlingskinder. Wollen Sie uns darüber etwas erzählen? Ja, ich habe ursprünglich drei Projekte gehabt. Einmal ein Schulprojekt in dem Dorf in der Nähe von Kabul, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Aber das Geld, was ich als Spende bekommen habe, hat nicht mehr ausgereicht, dieses Schulprojekt weiter fortzusetzen. Ich habe aber so weitere Projekte. Ein Projekt ist ein Frauenförderungsprojekt. In meiner Angehörigen, Familien und Angehörigen sind vier junge Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben. Die sind Witwen. Und in Afghanistan, allein in Kabul, gibt es etwa 50.000 Prostituierte. Und diese Leute sind, diese Frauen sind meistens Witwen, junge Witwen, die eben niemanden haben, von dem sie Unterstützung bekommen. Dann prostituieren sich. Die älteren Frauen sitzen am Rande der Straße vor Heiligtümer oder wo sonst sich die Möglichkeit bietet, betteln die mit ihren Kindern. Und auch in meiner Familie habe ich diesen jungen Frauen gesagt, bitte prostituiere euch nicht. Ich werde dafür sorgen, dass ich euch ein bisschen helfe, insofern damit ihr überlebt. Und dann gibt es ein weitere Bildungsförderungsprojekt. Es gibt einen Teil meiner Familie, die in Pakistan leben. Da sind drei Mädchen und ein Junge, die auch zur Schule gehen müssen. Und in Pakistan gibt es drei Sorten von Schulen. Einmal gibt es diese Koranschulen, die sind kostenlos. Da werden die aber nachher dann Taliban, das will ich nicht. Dann gibt es private Schulen, die dann Geld kosten, wo auch die Kinder jetzt gehen und die Geld brauchen und die unterstütze ich. Dann gibt es staatliche Schulen, die nicht so gut sind. Und ich habe mich dafür entschieden, dass diese Kinder eine vernünftige Schule besuchen und eine Privatschule, und das kostet natürlich immer Geld. Und von meinem Honorar oder von Vorträgen, die ich halte oder Bücher oder Literatur, was ich verkaufe oder manchmal bekomme ich auch Spenden, und finanziere ich dieses zweite Projekt. Herr Baraki, nun ist ja die militärische Intervention der NATO auch mit der Frauenunterdrückung begründet worden. Sie haben jetzt schon uns etwas darüber erzählt, aber wie sieht denn heute insgesamt die Situation der Frauen in Afghanistan aus? Ja, es gibt ein
Zitate von Amnesty International. Und dieses Zitat lautet: Unter den Taliban wurden Frauen unterdrückt. Und jetzt, wenn die aus dem Hause gehen, werden die vergewaltigt. Wenn sie sich trauen, aus dem Hause gehen, werden die vergewaltigt. Da kann man dann sich vorstellen, wie die Verhältnisse für Frauen heute in Afghanistan gibt. Ist. Also es gibt natürlich eine Handvoll Frauen, die Amerika und Euro-Afghaninnen, die natürlich Bodyguards haben, die Mercedes fahren, die entsprechende Posten haben, alles, was die brauchen. Und die werden auch uns regelmäßig hier in Europa oder in anderen Ländern präsentiert als Vorbildfrauen. Die gibt es auch. Das ist aber eine Handvoll Frauen, die eben von dieser Besatzer profitieren. Aber der Mehrheit der afghanischen Frauen geht sehr, sehr schlecht. Es gibt Kinderheirat, wie immer. Und es gibt Frauen, die sogar von ihren Eltern verkauft werden, weil die Familie in absoluter Armut lebt und in der Hoffnung, dass der Rest der Familie am Leben bleibt, dann wieder ein Mädchen verkauft für 10.000 Dollar an alten, reichen Männer. Und diese Frauen zum Teil verbrennen sich. Das hat in der afghanischen Geschichte noch nie gegeben, dass Menschen sich verbrennen, weil das auch gegen islamische Vorstellungen sind. Und die Menschen sind bei uns gläubige Menschen, aber die Frauen verbrennen sich, verstummen sich in der Hoffnung, dass sie dann eben nicht an diesen alten Männer verkauft und mit denen verheiratet werden. In den westlichen Medien allerdings wird hervorgerufen, dass es jetzt doch viele Schulen für Mädchen gäbe. Ja, das ist richtig. Es gibt viele Schulen für Mädchen, für Jungen auch. Aber die Leute, die von Schulen reden, haben eine Schule nie von ihnen gesehen. Also zum großen Teil, die Lehrer sind Mullahs, also Geistliche. Es gibt sehr wenig qualifizierte Lehrer. Es gibt Schulen, die sogar Dreischicht öffnen, weil nicht genug Lehrkräfte da sind. Also die Schulen, Namen nach, existiert. Aber die haben eigentlich mit Schulen wenig zu tun, kann man so kurz und knapp sagen. Herr Baraki, Sie fahren ja jetzt schon viele Jahre regelmäßig nach Afghanistan. Was hat sich verändert? Es hat sich insofern etwas verändert, dass die Leute keine Hoffnung mehr haben. Also wenn Sie mit den jungen Menschen sprechen, die sagen, wir haben in diesem Land keine Perspektive. Nach Angaben der Bundesregierung oder von GIZ, das ist Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, hieß damals GTZ, jetzt heißt GIZ, einen anderen schönen Namen, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, 80% der afghanischen Bevölkerung leben am Rande von Existenz. 80%, dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Also die blühenden Landschaften, die den Afghanen versprochen worden waren, mit der NATO-Intervention, ist nicht gekommen. Die Leute sagen, wo bleibt das Geld, was hier Millionen Dollar jedes Jahr hier angeblich oder tatsächlich nach Afghanistan kommt. Wir sehen von den Geldern gar nicht. Wenn ich auf die Dörfer gehe und mit den Menschen spreche, was ist für euch hier gemacht? Und sagen, wir wissen, für uns ist nichts gemacht worden. Jedes Jahr kommt irgendwelche NGOs, die fragen uns, was brauchen sie? Wir erzählen denen, was wir brauchen. Dies, das und so weiter. Alles erzählen wir. Die notieren das alles und dann gehen sie weg. Nach einem Jahr kommt eine andere NGO und dann fragen die uns wieder und dann erzählen wir wieder alles und dann hauen die wieder ab und dann sehen die wieder auch nicht. Und so läuft das von Jahr zu Jahr und passieren tut es aber überhaupt nicht. Also selbst in Kabul gibt es keine Stromversorgung. Wasserversorgung gibt es nicht ausreichend. Also die Luft ist ungeheuerlich schlecht. Wenn Sie Kabul näher kommen, von Weitem sehen Sie, dass die Stadt unter einer Rauch- und Staubdecke ist. Also die kleinen Kinder haben asthmatische Probleme. Es gibt sehr starke Steigerung von Leukämie, weil die Kinder das nicht vertrauen. Also die Stadt ist buchstäblich vergiftet durch so viel Verkehr, Militärs und schlechte Ernährung und eben entsprechende mangelhafte medizinische Versorgung. Selbst wenn jemand krank ist, wenn sie keinen Dollar bezahlen, werden sie nicht behandelt. Formal ist in Afghanistan die medizinische Versorgung kostenlos. Aber ohne Dollar zu bezahlen, kommen sie nicht einmal in das Krankenhaus rein. Und die Ärzte sind genauso korrupt und manche Ärzte haben dann eigene Privatpraxen und dann untersuchen sie, sagen, ja, kommen Sie heute Nachmittag dann in meine Privatklinik und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Und da müssen sie wirklich sehr, sehr viel Geduld haben, um das alles zu ertragen. Und die jungen Leute sagen, wir haben in diesem Land keine Perspektive. Und heute, wenn Sie Statistiken sehen, was die Flüchtlinge in Europa betrifft, Afghanistan gehört zu der großen Gruppe. Also die meisten Flüchtlinge, die nach Europa kommen, sind Afghanen.
Wie würden Sie das Verhältnis der afghanischen Bevölkerung zu den ausländischen Truppen beschreiben? Mir erzählen ganz kleine Kinder Witze. Zwei von diesen Witzen will ich Ihnen erzählen, dann können Sie sich vorstellen, wie die Menschen über die Militärs denken. Kleine Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren kamen zu mir und sagten: Onkel Baraki, soll ich dir einen Witz erzählen? Ich sagte: Ja, kannst du erzählen. Er sagte: In einem Flugzeug saßen 3 Personen. Ein Amerikaner, ein Japaner und ein Afghaner. Der Japaner sagte: Bei uns gibt es unheimlich viel Fernsehgeräte. Er hat ein Fernsehgerät aus dem Fenster des Flugzeuges runtergeschmissen. Der Amerikaner sagte: Bei uns gibt es unheimlich viel Dollar. Er hat ein Bündel Dollar aus dem Fenster rausgeschmissen. Der Afghaner sagte: Bei uns gibt es so viele Amerikaner, der hat den Amerikaner aus dem Fenster rausgeschmissen. Also Kinder im Alter von 5, 6 Jahren denken so, also dann kann man sich vorstellen, wie die Menschen zu den Besatzern, vor allem zu den US-Amerikanern stehen. Oder ein anderer sagte: Bei uns Englisch zu können ist Privileg. Ist mehr privilegiert. Wenn die Englisch können, können sie auch eine Arbeit irgendwo finden. Als Bodyguard, als Türsteher, als Dolmetscher und so weiter und so fort. Aber weil die USA so verhassen in Afghanistan sind, die Sprache wollen die Leute nicht mehr lernen. Genau in diesem Alter, wie ich vorhin beschrieben habe, kommen die Kinder zu mir und dann erzählen sie mir ein Märchen. Da sagt er: Der Mullah Nasruddin, das ist eine historische Figur in unserem Kulturkreis bei den Türken wieder als Hoca Nasruddin bekannt. In Europa ist er auch als Hoca Nasruddin bekannt. Er war anscheinend ein historischer, witziger Figur. Der will nach USA reisen und sitzt auf einem Esel, reitet er Richtung USA. Und sein Esel hat Belegung gehabt. Und er sagte: Du verdammter Esel, ich bin noch gar nicht in USA angekommen, du hast angefangen, Englisch zu sprechen. So. Also diese ganz normale, banale Witzen der Kinder, der Jugendlichen verdeutlichen etwas, wie man zu den US-Amerikanern oder zu den Besatzern steht. Also die USA sind in dieser Maße verhasst in Afghanistan, dass man sich überhaupt nicht vorstellt. Überhaupt nicht. Andere Menschen in Dörfern, wo ich hingehe, haben die mir erzählt, dass wir eigentlich fast nichts haben. Früher habe ich erzählt, 80% von Menschen leben am Rande von Existenz. Und die sagen: Wir haben nichts. Aber die USA kommen mit den Militärs und LKW-Ladungen voller Lebensmittel und andere Sachen, was wir brauchen. Wir nehmen das aber nicht an. Wir bewerfen die LKWs mit den Steinen und vertreiben wir die Amerikaner mit den LKW-Ladungen aus unserem Dorf. Also, das verdeutlicht einmal, trotz Armut und Elend wollen die Menschen eben von den Amerikanern nichts wissen, auch von der Hilfe nichts wissen. Die Karzai-Regierung ist mit dem Westen verbündet. Wie steht es denn um ihre Reputation in der afghanischen Bevölkerung? Im letzten Jahr hat es Präsidentschaftswahlen gegeben, oder vor 2 Jahren. Ich war in Afghanistan in der Zeit. Und hätte wirklich in Afghanistan freie Wahlen gegeben, ich bin davon überzeugt, dass Karzai nicht einmal 5% der Stimme hätte bekommen. Nicht einmal 5%. Aber diese Wahlen waren durch und durch gefälscht. Sogar der Stellvertreter des UN-Beauftragten für Afghanistan, ein US-amerikanischer Diplomat, hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, was da hier vor sich geht. Dann hat er seine Stimme erhoben und die ganzen Fälschungen veröffentlicht. Dann ist er sofort abberufen worden vom UN-Generalsekretär. Also Karzai hat überhaupt keine Rückhalt in der Bevölkerung, aber der hat um sich eine Mafia-Struktur geschaffen. Seine Leute von seinem Entourage, die er besticht, die er Posten verspricht und auch gibt zum Teil, und durch Korruption und Zusammenarbeit mit Westen, vor allem mit den USA, hält er sich in Afghanistan. Wenn Sie diese Regierung einmal charakterisieren wollten, wie würden Sie das tun? Diese afghanische Regierung besteht aus zum Teil korrupten Bürokraten, die bestehen aus Amerika und Euro-Afghanen. Zum großen Teil stehen einschließlich Karzai auf der Gehaltsliste der CIA. Und da CIA zu Karzai nicht so ganz viel Vertrauen hat, dann haben die auch Büroleiter von Karzai auf ihre Liste genommen, Gehaltsliste genommen, mit der Begründung, dass Karzai uns nicht alles erzählt. Also diese Regierung ist keine afghanische Regierung, sondern eine Marionettenregierung, die von außen eingesetzt wurden in Afghanistan. Wie gesagt, zum großen Teil bestehen aus Amerika und Euro-Afghanen und Afghanen. Nicht einmal 5
Personen sitzen im Kabinett von Karzai, die wirklich Afghanen sind. In der jüngeren Zeit haben wir die schlimmen Folgen einer Immobilienspekulation etwa in den USA oder aber in Spanien kennenlernen müssen. Sie berichten in Ihrem Reisebericht in der jungen Welt von einer Baumafia in Afghanistan. Ja. Was läuft da? Ja. Also es gibt Leute, die mit Karzai und seiner Entourage oder mit den Warlords eng verflochten sind. Die gehen einfach in irgendwelchen Dörfer, Ortschaften und sagen, diese Gegend, diese Ländereien habe ich gekauft. Das ist mein Eigentum. Oder gibt es Bodyguards von Karzai, die beliebigen Teile des Landes einfach enteignen und da Häuser bauen. Oder selber Warlords in der Stadt Kabul, in der Hauptstadt Kabul, staatliche Ländereien einfach beschlagnahmen und tolle Häuser darauf bauen. Dann bekommen die Monat für Monat bis 8.000 Dollar Miete dafür. Und diese von wem? Von NGOs, von ausländischen Organisationen, die Geld bezahlen können, die vermieten diese Häuser und dann entsprechend diese Warlords profitieren davon, bis über diese Bodenmafia. Selbst Bruder von Karzai hat in der Nähe unseres Dorfes ein riesiges Gelände beansprucht und weiterverkauft. Er behauptet, er hätte das gekauft, bei wem und wo, gibt es kein Papier, keiner kann das Sache überprüfen. Und verkauft er weiter an Bauunternehmen und die bauen darauf Häuser und dann wird weiter verkauft. Also das sind die Verhältnisse, die in Kabul und um Kabul. Also, weil in Kabul im Moment sehr viele Menschen leben, gibt es einen sehr starken Bedarf nach Wohnungen und die profitieren davon. Wenn sie von Kabul ausfahren, rausfahren oder reinfahren, auf beiden Seiten der Straße sieht man überall Bautätigkeiten. Die sind zum großen Teil auch sogar landwirtschaftliche, nützliche Fläche, die gebaut wird. Und das kann für Afghanistan perspektivisch katastrophale Folge haben, weil die Afghanen sich schon heute nicht ernähren können. Über 99% aller Waren, was sie auf dem afghanischen Markt kaufen können, ist Import. Und die Landwirtschaftsproduktion ist genauso lahmgelegt, wird nicht mehr produziert. Und ein bisschen bebaubare Land, das Afghanistan hat und das auch bebaut wird, dann bleibt nichts mehr übrig. Seit dem Sturz der Linksregierung unter Najibullah war die afghanische Linke schwer geschlagen. Wie sieht es denn mit ihr heute aus? Die linke Bewegung insgesamt in Afghanistan ist immer noch sehr stark zersplittert. Auch die Demokratische Volkspartei Afghanistan, die dann unter Najibullah umbenannt wurde, Hezb-e-Watan, also Heimatpartei, ist auch zersplittert. Es gibt keine organisierte linke Kraft, die in Afghanistan irgendwas heute machen konnte, wenn wollte. Aber die haben auch keine Chance in Afghanistan heute. Wird man denen überhaupt keine Möglichkeit geben, in Afghanistan irgendwas machen zu können. Die werden verfolgt werden, die werden umgebracht, die werden entführt werden, die werden vielleicht auch vertrieben aus Afghanistan. Es gibt ein paar ehemalige Funktionäre dieser Parteien, die dann Wendehälse waren, Opportunisten, die in Afghanistan in der Regierung mitarbeiten. Gibt es welche, genauso wie die Islamisten. Gulbuddin Hekmatyar wird von USA und CIA verfolgt, aber ein Teil seiner Partei sitzt in der Regierung. Es ist also afghanische Verhältnisse. Ja. Verfügt die Linke eigentlich auch über irgendwelche bewaffneten Kräfte? Ja, in Afghanistan gibt es nach Angaben der Vereinten Nationen, die Angaben sind inzwischen ein bisschen alt, 2200 verschiedenste Gruppen, die gegen die Besatzer kämpfen. Aber hier in den Medien hören wir nur von Taliban und Al-Qaida. Al-Qaida gibt es in Afghanistan nicht mehr. Höchstens 5 nach Angaben der NATO sogar etwa 50 Personen. Al-Qaida-Strukturen sind in Afghanistan zerstört. Es gibt die Mujahideen, also ehemalige Mujahideen-Kämpfer, Islamisten, unter anderem Hekmatyar oder Haqqani-Netzwerk. Gibt es eine Gruppe, die sich so nennt, nach einem Mujahideen-Kommandanten, der ist Haqqani. Und dann die Taliban. Aber hier in den Medien hören wir nur von Taliban. Von allen anderen Widerstandskämpfern hört man überhaupt nicht. Man will es nicht wahrhaben, dass in Afghanistan tatsächlich ein Widerstand geleistet wird, ein nationaler Widerstand, die eben die Besatzer nicht wollen. Und deswegen alle anderen Gruppen werden ignoriert und man sagt, das sind Taliban. Und linke sozialrevolutionäre Kräfte sind Teil davon. Gibt es ja auch.
Ja, die sind kleinere Gruppierungen, aber die gibt es auch. Haben die in irgendeinem Landesteil von Afghanistan eine stärkere Verankerung? Das kann man nicht sagen, weil die eigentlich eher urbane Kräfte sind, eher säkulare, urbane, intellektuelle Kräfte sind. Daher sind in großen Städten auch dann präsent, beziehungsweise haben die auch Unterstützung. Wenn die auch operieren, aber auch, sagen wir, mit anderen politischen Kräften zusammenarbeiten. Man kann auch sagen, in Afghanistan, obwohl es nicht eine einheitliche linke Gruppe gibt, gibt es auch politischen Flügel, die zum Teil integriert sind in diesem System und hoffen, da irgendwas zu verändern. Aber es gibt auch Bewaffnete, die auch eben autonom, unabhängig voneinander operieren. Wie ist denn eigentlich die Zeit der Linksregierung und auch die Zeit der sowjetischen Besetzung Afghanistans in den Köpfen der afghanischen Bevölkerung verarbeitet worden? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich war in Kabul, auf dem Bazar bei uns werden Bilder verkauft. Bilder von Bollywood-Schauspielerinnen oder Schauspieler oder von Politiker. Und ein alter Mann verkaufte Bilder. Habe ich gesagt, na Onkel, wie ist mit dem Geschäft? Er hat gesagt, ja, ist gut, einigermaßen so, ich kann davon leben. Habe ich gefragt, welche Bilder werden am meisten gekauft? Sagt er, die Bilder von Massoud, das war ein Kommandant der Nordallianz, und die Bilder von Dr. Najibullah. Also Dr. Najibullah war der erste Präsident Afghanistan. Dann habe ich gesagt, wie ist mit den Bildern von Karzai? Die kauft keiner. Das, also die Leute trauern der Zeit von Najibullah nach. In der Zeit, als die sowjetische Militär in Afghanistan präsent war, hat die Sowjetunion faktisch Afghanistan ernährt und versorgt mit allen Mitteln des täglichen Bedarfs. Die NATO verkündet ihre Truppenabzugspläne aus Afghanistan. Hat die NATO den Krieg in Afghanistan gewonnen? Also zunächst zu diesem Abzug, das ist eigentlich nicht anders als ein Betrug. Es wird kein Abzug geben, sondern es wird ein Abzug eines Teils der Kampftruppen geben. Ansonsten NATO bleibt bis unabsehbarer Zeit in Afghanistan präsent. In allen Stützpunkten, die die haben, werden die da bleiben. Ich habe so formuliert, Afghanistan ist ein unsinkbarer Flugzeug für die NATO und die NATO ist nicht dahin gegangen, wieder abzuhauen. Die USA, allein die USA beanspruchen etwa 6 große Stützpunkte und 12 kleine Stützpunkte in Afghanistan. Und die Bundeswehr und andere auch. Also, die bleiben alle noch in Afghanistan. Aber der Krieg wird afghanisiert. Und zwar, die haben inzwischen so viel afghanische Militärs, Polizisten und Kämpfer der Mujahideen wieder reaktiviert, dass sie die Kampfaufgabe übernehmen sollen. Also die Afghanen werden Afghanen umbringen und die gucken von ihren Stützpunkten, ob hier und da nötig ist, als Unterstützung für die afghanische Regierung zu intervenieren. Ansonsten sollen die Afghanen den Krieg unter sich ausmachen. Das ist die Realität und Perspektive des Abzuges, was NATO verkündet. Der Krieg ist also nicht gewonnen? Der Krieg ist nicht gewonnen und wird auch nicht gewonnen werden können. Wir hoffen, dass irgendwann der Widerstand müde wird und bereit sein, möglicherweise mit Karzai-Administration oder künftige Kabul-Administration zu verhandeln. Die sagen, mit Marionetten verhandeln wir nicht. Der afghanische Widerstand sagt, wir verhandeln direkt mit den USA. Also der Herr in Afghanistan sind die USA. Mit denen wurde verhandelt. Aber die USA stellen Bedingungen und diese Bedingungen werden von den Widerständern nicht akzeptiert. Herr Waghi, zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs eine Frage zu einem gewissen Oberst Klein, der in der nächsten Zeit zum General befördert werden soll. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Für mich war das sehr, sehr schmerzhaft. Und für mich hat das bedeutet, selbst als er dann freigesprochen wurde, nicht, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht in einem Rechtsstaat leben. Der Oberst Klein hat nach den ersten Meldungen 74 Menschen, darunter Kinder und auch Frauen, bombardieren lassen. Und es gab einen Beitrag im Spiegel, oder so, glaube ich, so ein Titelblatt, ein deutsches Verbrechen. Also selbst die hiesigen Medien, die einigermaßen kritisch sind, haben diese Akt als Verbrechen bezeichnet.
Und die afghanischen Offiziere, die mit Klein zusammengearbeitet haben, haben gesagt, das war eine Rache und eine Machtdemonstration. Der Oberst Klein hat seine Macht hier gezeigt. Selbst die Amerikaner, die eigentlich als scharfe Hunde eingestuft werden, die Piloten, die bombardieren sollten, haben mehrfach bei Oberst Klein gefragt, ob sie nicht Tiefflüge machen sollen zuerst, um die Leute zu erschrecken. Also die haben sich mehrfach abgesichert, bis mehrfach andere Vorschläge gemacht, bevor sie diese Bomben geschärft haben und bombardiert haben. Aber der Oberst Klein bestand darauf, zu bombardieren. Und ich war in einem Fernsehgespräch, das war im Vorfeld eines Bundestags, einer Bundestagsdebatte in Phoenix gesagt, dass diese Bombardement völlig überflüssig war. Die Tanklaster, die entführt worden waren, waren stecken geblieben. Im Sand, in einem Fluss. Und die fuhren nicht Richtung Stützpunkte der Bundeswehr, sondern in die Gegenrichtung. Also die waren auf keinen Fall, die konnten auf keinen Fall, wie der Oberst Klein behauptete, als eine Bombe gegen die Militärs der Bundeswehr genutzt werden. Im Gegenteil, die waren fuhren auf die Gegenrichtung und waren stecken geblieben. Und die Dorfbewohner, darunter auch Kinder, kamen, um von diesen Tanklaster Brennstoff abzuzapfen. Also die waren auf keinen Fall Gefahr für die Bundeswehr oder für irgendwelche andere westliche Sicherheitskräfte. Aber eben der Oberst Klein hat gesagt, von der ISIS sollte er so General befördert werden. Also das war für mich sehr, sehr schmerzhaft. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war einfach sprachlos, was ich dazu sagen soll, wenn jemand mich fragt und dazu von mir meine Meinung hört. Also das war für mich sehr schmerzhaft. Informationen, die ich bekommen habe. Herr Baraki, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.